Hallo Freunde, 28. Tag des Tropicas Startservice. Kaum zu glauben, aber das Becken steht schon 4 Wochen. Meine Herren, entweder ist meine Geduld jetzt richtig toll oder ich weiß es nicht. Also mir kommt es noch gar nicht so lange vor. Ich erfreue mich an dem Becken und ich fange jetzt einfach mal an, was gemacht werden musste. Das ist wieder der Wasserwechsel. Ich zeige euch mal, ich habe da wieder ein bisschen was am Einlauf, wenn ich das aus dem Fass reinpumpe, gemacht. Da habe ich auch beim Einlauf und beim Auslauf jetzt wieder ein bisschen die Schläuche in der Länge angepasst, sprich ein bisschen eingekürzt. Der Einlauf und der Auslauf, die mache ich auch innerhalb des Beckens nochmal mit einem Saugnapf fest. Beim Einlauf mit einem etwas längeren Halter, beim Raussaugen mit einem etwas kürzeren Halter. Aber was erzähle ich da alles? Was ist denn jetzt so interessant daran? Wenn ihr irgendetwas macht und ihr merkt, irgendwo stört mich da was, ja, irgendwo läuft da irgendwas schief oder biegt sich immer weg oder sonst etwas, versucht es doch mal, ob ihr da nicht irgendwie eine Idee habt, das zu optimieren, habe ich für mich gemacht. Und ich muss euch sagen, so langsam macht der Wasserwechsel auch richtig Spaß und der geht auch relativ zügig vonstatten. Hat natürlich auch damit zu tun, das sind gerade mal 3 Eimer voll, also 30 Liter, die da ungefähr gewechselt werden. Ist eine überschaubare Größe. Aber auch bei größeren Wasserwechseln. Vielleicht kann man hier oder da noch ein klein bisschen an irgendeiner Schraube drehen, dass das Ganze hinterher mehr Spaß macht. Ich zeige euch hier nochmal ein anderes Bild. Da seht ihr jetzt den Filtereinlauf. Und da an dem Ansaug, da habe ich ja den Garnelenschutz dran. Da seht ihr auch, dass der relativ verschmutzt ist. Das geht relativ zügig, dass der verschmutzt, weil er sehr engmaschig ist. Den habe ich jetzt abgenommen. Und was soll ich sagen? Das mit dem Skimmer funktioniert nun einwandfrei. Es ist tatsächlich so, ich hatte ja den Kommentar auch schon bekommen, dass wenn unten der Ansaug zu gering ist, der Skimmer oben Luft zieht. Und das kann ich jetzt auch wirklich nur bestätigen. Ich habe jetzt den Garnelenschutz abgemacht und habe dann den Ansaugmenge, die kann man unten einstellen. Da dreht man einfach an dem Ding dran da und dann wird das halt ein bisschen zugedreht, ein bisschen aufgedreht. Und dann kann man sich wunderbar einstellen, wie dann oben der Skimmer arbeitet. Und der Skimmer ist jetzt lautlos, zieht auch keine Luft mehr. Ich höre noch ein klein wenig die Pumpe, aber das wird auch immer weniger. Da bin ich jetzt auch eigentlich ganz zufrieden mit. Ja, diese Sache mit der läuft die Pumpe, funktioniert der Zeitschalter, wird CO2 zugeführt, das ist ja mehr oder weniger so eine Sache, da gucke ich ja täglich drauf. Bei der Pumpe sehe ich, ist die Wasseroberfläche, wird die bewegt, wenn die nicht bewegt wird, läuft die Pumpe nicht. Wenn die Lampe nicht angeht, funktioniert der Zeitschalter nicht und wenn kein CO2 zugeführt wird, dann blinkt dieses Gerät da vorne dran wie ein Kastenteufel. Das kriegt man dann mit, spätestens wenn man ins Bett geht und das Licht ausmacht. Nächste Aktion sollte sein, Filterschwamm ausspülen. Mache ich normalerweise nur immer dann, wenn der Durchfluss vom Filter merklich nachlässt. Zum Beispiel beim Rio jetzt. Ja. Und war nicht der Fall. Dennoch habe ich mich mal dran gehalten, weil ich wollte auch mal wieder gucken, haben sich eventuell doch wieder ein paar Amanos in dem Filter versteckt. War nicht der Fall. Die sind auch schon eine ganze Ecke gewachsen. Das Saubermachen, tja, das war mehr so eine sporadische Sache. Ich habe das Vlies ein klein wenig sauber gemacht. Die Bestückungsreihenfolge, so wie ich sie auch vorgestellt habe, ich versuche das Video mal wieder hier zu verlinken, scheint zu funktionieren. Also bisher bin ich ganz zufrieden mit, aber wir sind ja erst bei 28 Tage. Also 4 Wochen in der Aquaristik ist ja erstmal gar nichts. Ne? Wir beobachten das. Nächster Punkt ist Pflanzen beschneiden. Ich werde auch hier mal ein bisschen was im Hintergrund einblenden. Die Wasseroberfläche wird angekratzt von den Pflanzen, zumindest von einigen. Die Pflanzen ändern auch so langsam ihre Farbe. Die bekommen ja immer mehr und mehr Licht. Im Moment ist es ja auf 8 Stunden, wird ja demnächst auf 10 Stunden und volle Lichtstärke erhöht. Mal gucken, wie dann die Farben rauskommen, werden wir auch sehen. Ja, aber da steht Hilfspflanzen beschneiden. Hab keine Hilfspflanzen. Bei der Pflanzenmenge ist das auch nicht wirklich notwendig. Aber das Beschneiden werde ich irgendwann im Laufe der nächsten Woche wohl dann tatsächlich machen, weil die im Moment dann so hoch wachsen. Die sollten also nicht dann den immersen Bereich erreichen. Das ist dann immer ein bisschen blöd, sag ich mal.
Zumindest bei einigen Pflanzen. Bei anderen möchte man das haben, bla bla bla. Kommen wir zurück zum Thema. Beschneiden mache ich dann tatsächlich nächste Woche, denke ich mal, dass da die Schere rausgeholt werden muss. Ein weiterer Punkt in dem Programm sind die Algen. Also ich kann ja jetzt nicht wirklich was entdecken, zumindest etwas, was mich jetzt erschreckend alarmieren würde. Schaut mal auf dem Video, was ich euch dann zeige über das Becken, ob ihr da irgendwas seht. Ich habe da jetzt nichts gesehen, aber man weiß es nicht. Ne? Aber jetzt nicht die Algen nehmen, die ich selber reingebracht habe. Das zählt nicht. Ne? Die zählen nicht als Algen, die zählen als Moos. Ja? Ein bisschen fudeln muss man da schon. Ich sag mal so, 4 Wochen Pflanzen, sieht richtig gut aus. Ja, was machen wir nächste Woche? Ich mache einfach mal eine Umfrage. Sollen wir nächste Woche die Kardinälchen reinbringen oder sollen wir bis November warten? Ich bin da mal gespannt, was ihr dazu meint. Den Besatz, welcher geplant ist, steht ja unten drin, aber ich sage es nochmal, 10 Kardinalfische und 2 Paradiesfische. Die Paradiesfische kommen nach den Kardinälen rein. Wie lange danach, kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht machen wir da auch mal noch eine Abstimmung. Aber jetzt geht es erstmal um die 10 Kardinälchen. Soll ich die nächste Woche reinpacken oder soll ich bis November warten? Ich hoffe zwar, dass ich jetzt alles erzählt habe, was relevant war. Sollte ich was vergessen haben, dafür sind die Kommentare da. Einfach mal reinschreiben, mal fragen, falls euch irgendeine Info fehlt oder falls ihr noch etwas Spezielles wissen möchtet, ob ich irgendetwas noch expliziter zeigen sollte, ja, dann kann ich beim nächsten Mal da das dann auch filmen, ist ja alles kein Ding. Aber für dieses Video war es das erstmal. Ich mache mir jetzt einen schönen Restsonntag und ich hoffe, den habt ihr dann auch noch und sage Tschüss, euer Detlef.